Ich bin Suki. Ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ihr mich verstehen könnt. Klingt seltsam, ist aber so. Meine Mama tut sich etwas schwer damit. Für sie bin ich einfach ihr süßes Baby, das vor sich hin brabbelt. Aber eigentlich bin ich der heimliche Boss in der Familie. Die, die mitdenkt, die alles im Griff hat. Ansonsten sind wir eine ganz normale, glückliche Familie. Das hier ist meine Mama. Ich kenne keine andere Frau auf der Welt, die so gut riecht wie sie. Ich kann nicht genug von ihr bekommen. Das ist Mamas Freundin, Tante Jella. Oh, ich beneide dich so. Du hast einen Traummann, eine super Beziehung und auch noch so was Süßes. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Ich meine, an tollen Gelegenheiten fehlst du ja nicht. Naja, also, es wirkt immer alles so einfach und dann wird's aber schnell uninteressant. Na komm, ich meine, wir haben doch alle mal gedacht, dass man vom Küssen schwanger werden kann, oder? Und Mütter meinen immer, man weiß schon alles. So, so, aha. Tja, deshalb bin ich dann zu Grüne Vital gegangen und die haben mir alles ganz genau erklärt. Das ist Mamas und meine Frauenarztpraxis. Das ist Inge, meine Hebamme. Das ist der Doc. Ich darf Knut zu ihm sagen, weil er mich schon im Ultraschall gesehen hat. Denn die Schmerzen bei der Geburt, da hätte ich schon Angst. Weißt du, da hat jede Frau Angst davor, aber dann machst du einen Geburtsvorbereitungskurs und dann ist alles kein Problem mehr. Ja, aber es gibt auch noch drumherum so viel zu beachten. Ich wüsste ja noch nicht mal, wie ich so einen kleinen Wurm halten soll. Naja, das wusste ich vorher auch alles nicht, aber dann kommt die Hebamme zu dir und erklärt dir alles ganz genau. Und eins musst du mir noch verraten, wie hast denn du so schnell deine Figur wiederbekommen? Hm? Normal ist das nicht, oder? Naja, man kann da ein bisschen was tun. Du, weißt du was, ich habe jetzt dann gleich einen Termin bei Güne Vital, also wenn du magst, komm doch einfach mit und schaust dir an. Klar, gerne. Super, jetzt besuchen wir Tante Inge. Das ist ja echt toll hier. Das wirkt gar nicht wie eine Klinik. Das hat viel mehr was von einem Wellnesshotel oder sowas. Ja, toll, oder? Ja, wirklich. Da würde ich mich auch in guten Händen fühlen. Ich habe in der Mitte der Schwangerschaft den Frauenarzt gewechselt. Ich bin dann da zum Knut. Weil mir das Konzept sehr gut gefallen hat, dass quasi der Frauenarzt Hand in Hand mit den Hebammen arbeitet, die auch bei der Geburt dabei sind. Durch eben die Berufserfahrung von der, ich vertraue einfach auf Inge. Inge ist einfach, die hat jetzt 35 Jahre Hebamme hinter sich und die kann reagieren oder die hat das so im Gefühl einfach. Die erste war in der Klinik, da hat es das Geburtshaus noch gar nicht gegeben. Da war das für mich, da war es einfach so. Es hat keine Alternative gegeben. Genau, da hat man gar nicht überlegt. Da sind wir ins Krankenhaus gegangen. Gut, da gab es nur entweder Klinik oder Hausgeburt. Ja, die Versorgung ist nach wie vor genau gleichwertig wie im Krankenhaus. Wie gesagt, abgesehen von dem, dass es einmal der Frau gut geht und ein Baby gut geht, ist eigentlich auch wichtig, dass ich immer dabei sein kann, dass ich danach nicht gleich wieder weghaben muss, dass uns das Kind nicht gleich nach der Geburt genommen wird, sondern dass wir mir Zeit haben, oder dass er das Kind Zeit hat, dass wir es dann auch gleich kennenlernen. Dieses Geburtshaus ist das Richtige, weil man die Möglichkeit hat, noch ein paar Tage hier zu bleiben. Man fühlt sich wohl und man fühlt sich gut aufgehoben. Einfach. Deine Babys sind da alle glücklich. Die wirst jetzt die letzten Tage auf die Welt gebracht, die lachen alle. Jetzt wäre ich auch bereit für ein Kind. Auch jetzt mal langsam. Erst musst du den richtigen Mann dafür finden. Schon klar.